Hallo, ich bin der Felix. Ich bin 25 Jahre alt, aus Wien. Ich habe etwas so in Richtung Marketing und Medien studiert, bin Bachelor und jetzt arbeite ich Vollzeit. Ja, ich spiele Super Smash Bros. Melee für den Nintendo GameCube seit bald 10 Jahren. Ja, ziemlich genau. Bis jetzt gefällt es mir noch immer sehr gut. Ja, es ist ein altes Spiel, das nie geändert wurde. Also nicht wie bei modernen Spielen, wo es Patches gibt, also Änderungen des Spiels, damit es eben spannend bleibt. Aber dadurch, dass es ein Kampfspiel quasi ist, also wo man 1 gegen 1 spielt, bleibt es immer spannend, so wie Fußball immer spannend bleiben wird, weil es einfach einen Wettbewerbsaspekt hat. Ja, ich veranstalte in Wien jedes Monat ein Turnier. Ja, ich mache das in einem Kampfspielverein, das Virtual Dojo Vienna. Bei Smash spricht man erstmal natürlich von einer großen Smash-Community, aber die meisten Communities spielen sich eigentlich eher lokal ab. Das heißt, man spielt oder man smasht quasi am meisten gegen die Leute, die halt in der Gegend wohnen, weil man eben nur offline spielen kann. Es gibt keinen Online-Modus oder ähnliches. Daher kann man sich nur persönlich treffen. Und daher bilden sich oft eben sehr starke lokale Communities. Das heißt, man wird oft zu guten Freunden, mit denen man am meisten eben spielt. Damals, also natürlich, ja, man erlebt einfach verrückte Sachen. Ja. Irgendwie nachts um 3 in Schweden in irgendeinem Wald, in einem vernebelten See baden gehen, ja, also mit irgendwelchen Holländern. Okay, ja, Smash, ja, warum nicht? Ich bin der Dave, 28 Jahre alt. Ich spiele Smash schon ziemlich lange. Also mein Spielstil ist, er ist körperbetont, könnte man wahrscheinlich sagen. Also ich tue mich da wirklich sehr hineinversetzen, als würde ich selber kämpfen ein bisschen. Das Schöne eben an Smash ist, dass es nicht online-fähig ist. Das ist eigentlich die Ironie daran. Ja. Dadurch warst du einfach gezwungen, irgendwo hinzufahren. Und dadurch hat man einfach so viele Leute kennengelernt aus überall aus der Welt und so viele verschiedene Charaktere. Das hat mir schon auch sehr viel gebracht damals, so aus menschlicher Sicht. Ich bin tatsächlich einmal in einem Turnier außerhalb von Österreich gewesen und das war gerade das größte Turnier, das jemals in Europa stattgefunden hat. R3 in Nottingham in England. Österreich, also unsere Community unter dem Namen Österreich, ist 2. Platz in dem Länder-Crew-Battle geworden, hinter Schweden. Okay, so let's quick run through the teams. Sweden, we've got Armada, Leffen, Android, Randomness and Zola. That's a killer team, right? Und wir sind genau hinter denen gelandet und haben sie sogar einmal besiegt während dem Turnier. By the way, for those that are just tuning in, Austria did upset Sweden in crew battles. Österreich hatte 5-6 Leute, die wirklich alle das ganze Crew Battle selbst entscheiden konnten. Und das hatten die anderen Länder nicht und das war, glaube ich, unser Vorteil. Also unser, weil ich ziehe mich jetzt mit ein, weil ich bin dort gewesen, bin im Publikum gestanden, habe geschrien. Ich hoffe mal, das hat auch geholfen. No, but the falling up air closes it out for Austria. Plasi leading his team to victory in this losers quarterfinals game. Wie soll man es nennen? Nationalstolz. Ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber es geht auch gar nicht um die Nationalität, sondern quasi ein Stolz auf die eigene Community. Egal, ob das jetzt eine Stadt oder ein US-Bundesstaat oder was auch immer ist. Also ich stehe dort und sehe dort oben auf der Bühne mit dem ganzen Licht und der riesigen Leinwand drüber und den 400 Menschen hinter mir, die Boys, mit denen ich halt jedes Wochenende spiele. Und dann plötzlich gewinnt er die österreichische Community, die nicht einmal irgendwie, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war.
your heart. Look around.